So, liebe Leute, nun ist es schon zum ersten Mal passiert bei meinem eigentlich fünften Part, den ihr jetzt leider nicht sehen könnt, da ich ihn nicht aufgenommen habe, dass ich Fraps vor dem Start des Spiels laufen hatte und es dadurch nicht aufgenommen hat. Ich bin spitze. Naja, spielen wir weiter. Wir haben hier jetzt die Aufgabe, die Feier ist nie zu Ende fertig zu bringen. Deswegen bin ich auch hier nach Silbermond gekommen, um die anderen beiden Quest-Items zu besorgen, die man ja früher ewig lang suchen musste. Ich meine, gut, ich habe jetzt schon so viele Blutelfen zumindest hier im Startgebiet durchgebracht, dass ich mittlerweile auswendig wissen sollte, wo ich welches Quest-Item hier finde. Aber man kann es ja auch irgendwann mal wieder vergessen, weil ist ja schon ein Weilchen her und so, oder? Ja, da haben wir es eh. Finde ich denn das zweite jetzt? Ah, genau, ich glaube bei dem... Prachthatzenhäppchen. Ah, genau, das war da draußen. Das war da draußen. Das war da draußen. Das brauche ich ja eigentlich noch gar nicht alles fertig zu machen. Ah doch, ich habe da was zum Questen. Sehr gut. Dann queste ich einfach da weiter. Komm dann später hier zum anderen Gebiet, weil es ist ja, das hatte ich im vorigen Video, was ihr leider nicht sehen könnt, hochgepriesen, dass man ja jetzt ja beliebig weiter questen kann und die Quest-Mobs mit einem mitleveln bis zu einem gewissen Level halt. Aber in diesem Bereich können sie mitleveln und das macht überhaupt nichts aus, ob ich jetzt hier in diesem Bereich weiter queste oder, also hier im nordöstlichen Bereich oder halt eher im, was sind denn hier die Kurven vorbei, oder hier die im südlichen Bereich weiter level, weil sie einfach mitleveln. Das ist voll toll. Ja. Das ärgert mich gerade irrsinnig, dass ich es verkackt habe, wortwörtlich. Ich habe es verkackt. Naja. Was willst du da machen? So, das waren wir vorher mal kurz draußen. Hallo? Aufzucht, entdeckt, okay. Und dann... Ja, da ist man mal kurz draußen und dann nimmt man schon irgendwelche anderen Viecher mit in die Wohnung. Naja. Kameraproblem. Der Sieg ist nahe. Tut allen Widersachern. Halt. Wir haben hier ein Quest-Item, was wir brauchen. Gib mir Bachtatzenhäppchen. Was, die Feier ist nie zu Ende, haben wir fertig. Die können wir jetzt ausblenden. Ich merke gerade, da oben in meiner oberen Leiste habe ich gar nicht noch alles eingeblendet, was ich eigentlich eingeblendet haben möchte. Naja. Das werde ich irgendwann mal außerhalb des Aufnehmens machen. Weil das nimmt ja wieder Zeit in Anspruch und ich nehme ja eigentlich auf, damit man hier beim Leveln zuschauen kann, beim Begutachten der wunderschönen Natur, die Blizzard hier immer wieder aufs Neue gestaltet und nicht, wie ich meine Sachen hier einstelle. Da das Ganze ja kein Add-on-Tutorial sein soll, sondern wobei irgendein Erklärungsvideo kann ich sowieso nicht machen. Ich denke, glaube ich, viel zu kompliziert teilweise, als dass ich das irgendjemandem simpel und einfach erklären könnte, wie etwas funktioniert. Da ich meistens selber erstmal nachschauen muss. Aber was soll's? Geister und Mana-Wärmer. Die Stufen, wo der Charakter eigentlich ganz normal zwischendurch durchfallen könnte.
Meine Güte. Das ist der einzige Nachteil beim Nahkampf-DD. Man hat immer so lang CD. Ich meine sicher, die halten mehr aus. Das ist eh nicht schlecht, aber irgendwie muss man trotzdem teilweise so warten, bis sie mal zuhauen. Und bis die CDs weg sind. Das ist gar nicht so einfach für mich. Aber Übung macht den Meister. Und ich hatte es ja schon einmal geschafft, einem Paladin hochzuquesten oder hochzuleveln. Also werde ich das auch diesmal wieder schaffen. Ich glaube, ich habe sogar auch noch einen Todesritter habe ich, glaube ich, auch mal hochgelevelt. Ich glaube nämlich auch auf Stufe 85 Maximum. Ja, Stufe 90 hatte ich den normalerweise nicht. So, das wäre dann nämlich Pandaria, also die Erweiterung Pandaria gewesen und zu der habe ich sowieso dann, weiß ich nicht, da hat mir WoW als Ergänzer nicht mehr so viel Spaß bereitet, wie es mal war. Da hatte ich dann eigentlich auch so meine WoW-Pause mal. Beziehungsweise ab da hat es so ziemlich angefangen, immer mit WoW-Pausen. Pause hier, Pause da, Pause dort. Dann wird er mal reingeschnuppert, dann bist du natürlich nicht hinterhergekommen. Naja, so ist das Leben. Die Axt ist nicht in meiner Vorlage. Die werden wir gleich mal in die Vorlage reinhauen. Einfach Vorlagen sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. So, hier müssen wir dann auch noch irgendwas erkunden. Ich glaube irgendwie die Küste oder so, weil so weit nach unten kommst du gar nicht im Normalfall. Müssen wir extra nach unten laufen. So. Dann werden wir gleich mal hier runterlaufen. Ob ich jetzt rechts runterlaufe oder links runterlaufe, ist eigentlich eh schon gehüpft wie gesprungen. Zu meinen Mobs komme ich so oder so. Nee. Der Spott macht keinen Schaden. Oder macht er jetzt noch keinen Schaden? Ich weiß es nicht. Aha, da haben wir wieder eine Katze. Alte Prachtkatzen. Genau, azurblaue Küste. Das haben wir jetzt auch. Wir brauchen nur noch die anderen Dinger erkunden, die man sowieso durchs Questen erkunden normalerweise. Dann habe ich jetzt... Wir haben eigentlich immer nur zwei... Ortschaften gefehlt und die haben wir jetzt eh extra besichtigt. Na toll, jetzt kommt noch einer. Feenfeuer. Rüstung um 80 verringert. Kann weder Verstohlenheit noch Unsichtbarkeit benutzen. Und wir haben weder das eine noch das andere. So, lieber Geist, du bist mein Vorletzter. Und lieber Geist da oben, du bist mein Letzter. Genau, du kommst jetzt mal zu mir. Dann töte ich dich hier. Leider nicht mit zwei Hits. Aber das ist egal. So, jetzt können wir wieder aufmounten. Und die Quest hier beenden. Zeit ist Gold. Nicht Zeit ist Geld, Zeit ist Gold. Ja, stimmt im Prinzip auch irgendwie, aber
Ich muss eins sagen, ich glaube, man macht etwas mehr Gold, wenn man alle Questgebiete durchquestet und nicht einfach irgendwelche überspringt. Die Frage ist halt nur, questet man den Charakter jetzt hoch, weil man einfach einen Twink haben möchte, oder questet man diesen Charakter hoch, weil man eigentlich... Oh, wir haben Stufe 15 erreicht. Wir könnten Instanzen gehen. Ja, oder levelt man diesen Charakter hoch, weil man einfach nur einen weiteren Twink haben möchte oder generell einen Twink haben möchte. Unverteilte Talentpunkte. Oh yeah. Weihe. Richtspruch. Letztes Urteil. Müssen wir uns da mal angucken. Das müssen wir uns dann angucken. Wir geben jetzt erstmal hier die Quest ab, die wir schon fertig haben. Passt. Macht er jetzt auch irgendwas? Oder war das bei einer anderen Quest? Ne, der redet so viel. Oder er bewegt sich so viel, da muss man so reden, tut er ja nicht so viel. Mhm. Ich glaube nämlich, wenn er das fertig hat, gibt er nämlich noch eine Quest her. Die ich so gern immer übersehen habe. Der hat da oben abgearbeitet, ich war schon wieder da unten und auf einmal, oh, da ist noch eine Quest anzudem. Oder auch nicht. Dann halt nicht. So. Nun fahren wir Berserker. Okay, die habe ich eh auch. Boah, Kameraproblem. Also sollte irgendwem schlecht werden während dem Ansehen hier der kleinen kurzen Videos, tut es mir ausgesprochen leid. Das war nicht Absicht. Es war alles andere als beabsichtigt. Hä, wieso hat die Katze auf einmal... Wieso habe ich auf einmal Aggro von der Katze? So, Axtwerfer. Ich kann auch was werfen. Wieso halten die... Oh, Level 16. Okay, die halten schon ein bisschen was aus. Ich glaube, ich sollte mal nach meinem Ding gucken. Hier, erhöhte verursachten Schaden von Urteil des Templers um 20% und Schaden göttlicher Sturm um 10%. Richtspruch. Ah, Heiligschaden. Wir nehmen erstmal das. Haben wir göttliche Sturm überhaupt? Ich glaube, das bekommen wir erst. Ah, das hier. Richturteil. Was haben wir denn? Kreuzfahrerstoß, Richturteil. Göttlicher Sturm mit Level 40? Okay. Was soll's. So, lieber Speerbacher. Okay, warum bin ich heute so müde? Ich weiß es nicht. So, wir haben jetzt noch Zeit, dass wir hier die Quest annehmen. Wenn wir da eine Axt bekommen. Oh, das ist toll. Diese werden wir annehmen und dann weitermachen. Genau, dann muss ich nämlich da drüben hin.
Axtwerfer. So, dann werde ich mir jetzt hier irgendwo verbarrikadieren und sagen, bis zum nächsten Mal. Hier werden wir uns verstecken. Ja, sehr schön. Passt. Ciao, ciao.